Hey ho! Willkommen in Grillchunkies Hardware-Ecke. Also, ihr habt es ja bestimmt gelesen. Lüftungsblockade. Irgendwas blockiert mir hier den Luftstrom. Tja. Ich glaube, wir gucken zusammen mal auf den Rechner und dann geht's weiter. Also hier sieht alles gut aus. Da drin sieht alles gut aus. Ups, was ist das? Was ist das? Boah, ey. 64 GB. Ja Leute, genau um das geht es heute. Das ist das eigentliche Thema. 64 GB Dominator Platinum RGB. Ich habe mir den 3200er gekauft. Warum? Kohle de Mare. Der 3600er wäre schon wieder doppelt so teuer gewesen und das war mir dann doch zu viel Geld. Und ob das dann so riesen Monster großer Unterschied ist, ich werde es nicht rausfinden, weil ich den Speicher habe. Naja, er wird mit Sicherheit sein Werk tun, besser sein als oder viel besser sein als der, wo drin ist. Aber jetzt stecke ich mal den Rechner ab, schalte natürlich vorher aus und dann legen wir den hier auf den Tisch und dann bauen wir die Speicher um. Ja, und bei der Gelegenheit werde ich auch noch die Grafikkarte umstecken in den normalen Slot rein. Warum? Ich habe die Grafikkarte früher nie wahrgenommen. Jetzt im neuen Rechner immer wieder. Höre ich den Lüfter und ja, das nervt mich irgendwie. Deswegen werde ich jetzt versuchsweise Grafikkarte normal einbauen und wenn dann der Krach, sage ich, weg ist, dann bleibt die so drin. Tja, und das machen wir jetzt. Machst du hier mal Platz, Katze? Kasi, runter jetzt. Ja, runter, runter. Mann! So. Tü. Tja, Freunde, dann werden wir zuerst einmal die Grafikkarte schnell ausbauen. Also zur Scheibe hin war gut. Eineinhalb Finger dick Platz. Aber wie gesagt, der muss auch noch aufgemacht werden. Ich habe die Grafikkarte vorher eigentlich nie wahrgenommen. Und in der Position, und das geht mir einfach so dermaßen auf den Senkel. Na, geh jetzt raus hier, du Made. Dass ich sie jetzt einfach mal in den normalen Slot reinstecken möchte. Und dann guck, ob die dann immer noch so heult. Tja, man sieht halt dann die Beleuchtungselemente nicht mehr, aber ich glaube, damit kann ich leben. So. Der hier kann auch gleich raus. Das weiße Kabel wird dann gleich sauber aufgeräumt in den Karton, wo es drin war. Den Eumel Yoshi hier mache ich auch gleich komplett raus. Der muss nicht drin sein, wenn man nicht braucht. Und was ich mir noch überlegt habe, was ich vielleicht noch machen werde, aber nicht jetzt, dass ich vielleicht den Radiator doch noch hier vorne hinsetze, an die Front und ja, vielleicht dann zwei von den belüfteten unten reinsetze, von den beleuchteten Lüftern, vom Radiator unten reinsetzt und der Radiator wird dann über die originalen Lüfter aus dem Case
gepustet, gefloatet. Hoho. Okay. Speicherriegel. Sind sie die Ballistics? Was haben wir hier gehabt? Das waren ja schon 3000 MHz Speicherriegel. Die kommen dann definitiv in den Schatzi-Rechner mit rein. So. Jetzt schauen wir uns die geilen Dominator Platinum RGB an. So. Also nachdem sie ja alle von diesen Speicherriegeln so schwärmen, habe ich mich eben für die entschieden. Ich hoffe, ich bereue es nicht, dass ich die 3.2er genommen habe und nicht die 3.6er. Aber schöne Beleuchtung. Und wenn es so klappt mit den LEDs, so wie ich das vorhabe, dann wird es mal richtig geil aussehen. So, wie rum kommen die jetzt rein? So rum. Stecken wir mal den ersten drin, halt aufmachen. Klick, klick. Klick, klick. Tatü, tata, alle drin. Jo, dann muss ich jetzt gucken. Was halt jetzt blöd ist, ist, dass die Kabel jetzt hier drin hängen, weil die werde ich dann noch definitiv hier durchführen, aber das ist ein anderes Mal. Also die zwei muss ich aufschrauben. Jo, dann wollen wir sie mal reinstecken. Jupp, eingerastet ist sie. So, und wie gesagt, die Kabel müssen definitiv dann noch anders gesetzt werden. Jupp, geht man halt jetzt momentan hier ein bisschen aus dem Senkel, aber das kann man noch abändern. Wenn die Grafikkarte so drin bleibt, dann wird es auch noch abgeändert und dann ist gut. Dann würde ich mal sagen, lasse ich jetzt einfach noch offen, dann kann man besser reingucken, reinfilmen, wegen der RGB-Beleuchtung von der Speicherriegel. Und stecke ich ihn an und fahre ihn hoch. Und dann gucken wir mal. So, die Stromversorgung, also das Netzteil ist schon eingeschaltet. Da sieht man schon mal ein bisschen lichteln. Aber jetzt schaltet man komplett ein. Oh ja, oh ja, oh ja, der Dominator tut seine Arbeit. Sehr schön, sehr schön. Gut, puh, Leute, ich hab's geschafft. Darauf gebe ich mal jetzt erstmal eine feine Coke aus der Glasflasche. Richtig, aus der Glasflasche. Aus der 1 Liter Glasflasche. Geil. Irgendwie schmeckt das Coke aus der Liter Glasflasche schon wieder ganz anders. Geil. Oh, Prösterchen.
Ich sag's euch, wir haben hier Hitze drin. Ja, also, jetzt muss ich bloß den IQ wieder in Autostart reinbringen. Jetzt weiß ich auch, was mir die ganze Zeit bei der Maus gefehlt hat. Irgendein Programm hat wahrscheinlich den Autostart deaktiviert. Ich nehme an, das war der Tune-Up Utilities. Naja, aktivieren wir das Ganze mal wieder. Und der Effekt, den... Schnauze, du Handy. Du Philipp, du Nudel-Philipp. Der Effekt, den ich gewollt habe, ich habe ihn. Jawohl. Warum ist mein PC jetzt momentan komplett rot gehalten mit der Beleuchtung? Mir gefällt es einfach. Mir gefällt es einfach verdammt gut. Und deswegen habe ich das so. Also wenn es jetzt die ganze Zeit blink-blink machen würde, das würde ich auch nicht aushalten. Aber so jetzt konstant in Rot und der Speicher, geil. Okay, schauen wir es uns an und ja, ganz genau. Also, wie gesagt, höchstwahrscheinlich werde ich irgendwann einmal dann noch den Eumel hier oben, den Radiator hinter die Lüfter setzen und dann hier oben doch noch die Glasplatte reinmachen. Ist ja einfach geil, wenn man da oben reingucken kann. Aber jetzt, Leute, ein Mann und sein PC machen geile YouTube-Videos. Ja, hoffe ich doch zumindest. Oder an was erinnert euch das? Und genau so wollte ich das haben. Jawohl. Das war mit ein Hauptgrund, warum ich mir die Dominator Platinum RGB geleistet habe. Naja, jetzt mache ich den Deckel zu. Habt ihr das gerade gehört? Gerade ist er wieder hochgefahren ein bisschen. Jetzt mache ich mal den Deckel zu, hock mich kurz am PC hin und höre mal. Und lass nebenbei nochmal am Benchmark durchlaufen, ob er mit dem neuen Arbeitsspeicher mehr Punkte bringt. So Leute, noch ganz kurz ins BIOS, aber ich sag's euch, die Umstellung auf das Asus BIOS, naja, ist schon etwas komplizierter, als ich gedacht hatte. Oh Leute, ich glaube, ich lasse das lieber. Mit diesem BIOS muss ich mich echt erst noch einmal ordentlich auseinandersetzen. Also, ich finde dieses Asus BIOS im Gegensatz zu anderen echt furchtbar. Da waren wir mal MSI BIOS 1000-mal lieber. Mhm. Okay, jetzt fahre ich ihn aber gleich wieder hoch und dann schauen wir weiter. Leute, ich kann es euch sagen, wenn er im BIOS rumspielt, entweder kennt ihr euch aus oder ihr wisst zumindest, wie ihr das BIOS resetten könnt. Ja, irgendwas habe ich jetzt gerade falsch gemacht. Egal, BIOS resettet. Jo, weiter geht's. So Leute, alles wieder gut. Die RAM-Frequenz hier 1600 mal 2 sind 3200. Die Latenzzeiten 16, 18, 18, 36. Ja, das sollte ausreichen. Ich hoffe, das ist jetzt scharf. Ich kann es wirklich nicht genau erkennen hier am Display. Im Firestrike habe ich 22.672 und Moment, im Timespy 10.579. Da hatte ich aber überall schon mehr. Da ist der Prozessor aber auf 4,3 GHz gelaufen und im Moment läuft er bloß auf 4,05 GHz. Naja, aber ich bin soweit auf alle Fälle mal zufrieden. Es sind definitiv ein paar Pünktchen mehr mit dem neuen Arbeitsspeicher. Aber ich habe mir hauptsächlich reingeklatscht. Wechseln, Video bearbeiten. Mhm. So. Gut. Ich hoffe, euch hat das kleine Bastel- und Testvideo gefallen. Auch wenn ich euch am Anfang etwas in die Irre geführt habe mit der Belüftung. Aber ein bisschen Spaß muss sein. Leute, wir sehen uns. Hasta la vista, Tschaikowski. Bis demnächst.